Ich höre immer wieder von diesem kleinen Turm, den du dein eigen nennst. Schicksalsbinderin Kallio nickt mit einem selbstgefälligen Grinsen, während sie über den Rand des Turms blickst. Da du nun diejenigen tötest hast, die deine Lande einnehmen wollten, glaube ich, dass dein Anspruch jetzt so offiziell ist, wie er nur sein kann. Was habe ich getan, um den Besuch einer Schicksalsbinderin zu verdienen? Musst du ein Edikt gegen mich verkünden? Stumm dreinblicken? Schön, dich zu sehen. Aber wie hast du es hier nach oben geschafft? Lass mich raten. Du bist hier, um herauszufinden, was gerade geschehen ist? Schön, dich zu sehen. Ist das nicht offensichtlich? Kallio schüttelt den Kopf mit einem aufgeregten Stirnrunzeln. Die wichtigere Frage ist, wie hast du die überzeugendste Imitation des Oberherrn bewerkstelligt, die Teratus hier gesehen hat? Niemand weiß genau, was man neuerdings von dir halten soll, Buenoia. Alle sagen, dass du ein Edikt der Stürme ausgesprochen und nicht ein Edikt von Kyros verkündet hast. Dein eigenes Edikt der Stürme. Deinen eigenen mystischen Sturm. Du bist kein einfacher Schicksalsbinder, das können wir mit Bestimmtheit sagen. Du hast die Edikte des Oberherrn vielleicht einmal zu oft verkündet oder gebrochen. Ja, sagt Landry. Wenn ich schon als wir uns kennengelernt haben, gewusst hätte, dass du zu so etwas imstande bist, vielleicht hätte ich ernsthaft versucht, dich zu töten. Ich hoffe für Teratus, dass die richtige Person diese Gabe geerbt hat. Beric, ich weiß nicht, was ich von dir halten soll, Schicksalsbinder. Das Verkünden und Brechen der Magie des Oberherrn, die Beanspruchung dieser schrecklichen Türme. Es sollte keine Überraschung sein, dass auch ein Edikt für dich erreichbar ist. Aber ich bin trotzdem erstaunt. Du hast die Macht einer Art, die Bandenchefs und Magier nicht besitzen. Du hast diesem Ort befohlen, deinen Wünschen zu gehorchen. Und du hast etwas Unglaubliches auf die Welt losgelassen. Das ist nicht die Arbeit eines Schicksalsbinders. Wenn schon, dann ist es die Arbeit eines Archonten. Tierfrau wird folgen Alpha von hier zur Grenzen von Stufenlande und noch weiter. Wird Taps umherstreifen tief in den kalten Norden und jagen Armeen von Kyros an Alphas Seite. Gemeinsam Schattenjägerin und Alpha werden Metzel ganzen Stamm von Prima. Ja. Ich habe keine Ahnung, wieso du hierzu in der Lage bist, aber es ist keine Macht, die Gelehrte führen können. Das ist etwas anderes. Du bist kein ambitionierter Wilder Magier, der das aus einem Buch gelernt hat. Du bist eher wie einer der Archonten, bei denen es von selbst kommt. Sie schüttelt den Kopf. Ich wusste schon immer, dass du ein entzückendes Häufchen Ärger bist, aber ich dachte nicht, dass tatsächlich ein Funke der Macht des Oberherrn in dir steckt. Warum hast du mir das nicht gesagt? Ich wusste wirklich nicht, dass ich es konnte. Jetzt kommen, aber die Macht des Oberherrn für mich zum Beanspruchen wirkt schon ein bisschen anmaßend. Ich habe diese Macht noch nicht vollständig verstanden. Und jetzt, da ich diese Macht habe, werden mich andere fürchten und aus gutem Grund stumm dreinblicken. Ich weiß immer noch nicht, ob diese Kraft auch wirklich nur die meine ist oder was das alles bedeutet. Du kennst mich schon lange. Meine Größe sollte dich nicht mehr überraschen. Ich vermute also, das bedeutet, dass du mich das mit Oberherr ansprichst. Nein, nehmen wir das mal. Sie kichert und schüttelt den Kopf. Einen Augenblick lang war ich neidisch auf deine Macht. Dann wurde mir klar, dass ich nicht diejenige bin, der Bedrohung für den Oberherrn auf die Stirn geschrieben steht. Ich bin mit direkten Befehlen vom Oberherrn gekommen. Kallio räuspert sich und ihre Stimme wird düster und ernst. Kyros hat zwei Dinge erlassen. Erstens, der Oberherr verlangt, dass ein und nur ein Archont geeignet ist, über die Stufen zu herrschen. Zu diesem Zweck müssen die Archonten durch Tod oder Überlegenheit klären, wer der Archont sein wird, der die Stufen bekommt. Also wünscht der Oberherr sogar noch mehr Bürgerkrieg? Oh, es wird noch besser. Mit einem Lächeln wirft sie dir ein kleines Stück Metall zu. Du fängst es und erkennst es als eine kleine Brosche, die aussieht wie ein Abzeichen von Kyros. Kyros hast erlassen, dass du der neueste Archont bist. Schicksalsbinderin Kallio verneigt sich mit übertriebenen Gesten. Jetzt haben die anderen Archonten also den Befehl, dich zu unterwerfen oder zu töten und umgekehrt. Ihr Gesicht wird von einem strahlenden Lächeln erhellt. Siehst du, darum vermeide ich Kyros Aufmerksamkeit auf mich zu ziehen.
Um das klarzustellen, das ist ein Befehl für einen Kyros und kein Edikt. Richtig, dieser Befehl wird nicht von einem Edikt begleitet. Ihre Zähne blitzen auf, als sie offen lächelt. Solche Ermutigung scheint kaum notwendig zu sein, wenn schon die Aufgabe an und für sich die Belohnung beinhaltet. Der Oberherr hat einfach nur Kyros Frieden für die Archonten außer Kraft gesetzt. Sie können sich jetzt töten und verletzen, ohne gegen Gesetze zu verstoßen. Kyros weiß zu Recht, dass neue und alte Feindschaften zur gegenseitigen Zerstörung der Archonten führen werden. Der Oberherr muss einfach nur den Anschein des Friedens wegnehmen und den darauffolgenden Gewalttätigkeiten zusehen. Kallio zuckt grinsend mit den Schultern. Hättest du ein weiteres Edikt nach dem Motto Mach oder stirb bevorzugt? Was ist mit dem Gericht? Hast du gehört, was Tunon und Blinden Mark davon halten? Wie gewöhnlich hat Tunon die emotionale Reichweite eines Bimsteins, aber Blinden Mark schien fast euphorisch zu sein. Ich glaube, der alte Schatten schreibt schon Namen auf seine Dolche. Ich habe mich schon gefragt, ob Blinden Mark, wenn er diesen Befehl hört, sofort Tunon ersticht. Aber nein, es scheint, als wäre der Archont der Schatten zufrieden, damit Tunon zu dienen. Ergibt Sinn. Ich kenne den alten Schatten nicht als einen, der sich nach solcher Art Macht verzehrt. Sie räuspert sich und wird ernst. Du musst dich auch mit ihnen beschäftigen und ich habe Angst vor dem, was dabei herauskommen wird. Ich glaube, Tunon ist zu loyal, um sich dir zu unterwerfen und Blinden Mark zu stolz, um zu akzeptieren, dass du ihn übertriffst. Sie nickt stumm und der Moment zieht sich in die Länge. Für manche von uns wird das unmöglich ein gutes Ende nehmen. Gwenvenesh und ich haben ein enges Bündnis. Dieser Befehl wird die Dinge verkomplizieren, vorsichtig ausgedrückt. Ups. Das erste sollte sein, dass du dich entscheidest, dich keinem anderen Archonten zu unterwerfen. Kallio schenkt dir ein selbstzufriedenes Nicken. Ich wünsche dir für die bevorstehenden Anstrengungen viel Glück. Wisse folgendes. Wenn du Blinden Mark und Tunon herausforderst, werden weder ich noch die anderen Schicksalsbinder eingreifen. Lass mich eine Sache klarstellen. Ich will mit diesem kleinen Wettbewerb nichts zu tun haben, Schicksalsbinder. Entschuldige, Archont, ich unterwerfe mich dir. Alle anderen Verrückten können sich darum streiten, wer dieses bergige Drecksdorf redieren darf. Einfach so? Einfach so. Ich habe Besseres zu tun in meinem Leben, als es an einem Winkelwettbewerb zu verlieren. Für eine junge Dame hat sie einen ziemlich großen Mund. Habt ihr ruhig euren Spaß daran, euch zu beweisen, wer am stärksten ist. Ich weiß es bereits. Eine Frage, die ich und die anderen Schicksalsbinder uns gestellt haben. Kannst du das wiederholen? Nunuval glaubt an dich. Jemand anderer, der hier nicht genannt werden will, nimmt einen eher zynischen Standpunkt ein und meint, dass der Oberherr eine Hand so weit rauf in deinen Arsch geschoben hat, dass sie deinen Mund wie den einer Marionette bewegen kann und dass du kein zweites Edikt wirken könntest, selbst wenn du es versuchst. Sie mustert dich von Kopf bis Fuß. Ich für meinen Teil glaube, dass es in dir steckt, oder zumindest mache ich den Gedanken einst, ein Edikt für dich zu verkünden. Jetzt, wo du das erwähnst, der Neugier halber, sollten wir versuchen, dass du ein Edikt von mir verkündest. Ich bin mir sicher, dass ich ein weiteres Edikt wirken kann, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich mit dieser Macht so sorglos herumspielen will. Oh, das klingt bemerkenswert weise. Ah, ich habe Furcht eingebüßt. Epp stößt einen langen Seufzer aus. Ich glaube, du kannst und sollst diese Macht nutzen, um deine Feinde aufzuhalten. Aber mit wachsender Macht könnten auch deine Edikte länger andauern. Es wäre eine Schande, ein arkanes Desaster zu hinterlassen, das uns noch verfolgt, lange nachdem das Problem gelöst ist. Den schrecklichen Schaden, den in Betracht gezogen, den du hinterlässt, wenn du es vermasselst, kann ich dir keine Vorwürfe davon machen, dass du vorsichtig bist. Mit einem Minken macht sich Kallio auf den Weg zum Ausgang. Wenn du über Terratus herrschst, such mich. Ich weiß jetzt schon, dass ich im Falle deines Erfolges einen Archonten brauchen werde, dem ich dienen kann. Ich weiß, dass ich ziemlich nüchtern bin, aber nur damit wir uns darüber im Klaren sind. Du hast gerade ein Gedicht gewirkt, nicht wahr? Landwirt tippt mit seiner Schreibfeder an seine Zunge, unsicher, was er als nächstes schreiben soll. Zuerst wirkst du in Dikte und dann erklärst du den Archonten den Krieg. Dieses ganze Kapitel der Chronik liest sich wie ein Roman.
Also hat Kyros allen Archonten befohlen, es auszukämpfen, bis nur noch die Stärksten verbleiben. Ich glaube, wir können jetzt ungestraft sagen, dass die Philosophie des Scharlachroten Chors rehabilitiert wurde. Ein lautes Murmeln ertönt unter Barracks Helm, laut aber dennoch unverständlich. Alpha hat eigene Worte von Macht geboren, wie Menschen prima namens Kyros. Ist besserer Mystiker als Brutmutter von Töte dem Schatten, als Hundertblut von Steinpirschern, als Tierfrau Archontin, die von Mark der Schatten wurde gemetzelt. Sie schnaubt und grinst wild. Töte dem Schatten wusste Alpha als mächtiger Mensch in ganz Stufenlanden. Sie tippt sich mit einer gekrümmten Kralle an der Seite ihrer Schnauze. Nase hat nicht gelogen. Eine letzte Sache noch, sie zögert, bevor sie sich auf den Weg macht und tippt sich mit dem Pergament, das sie gehalten hat, mit selbstironischem Spott auf die Stirn. Vor lauter Gerede über dich und dass du dem Oberherrn gleichkommst, hätte ich fast meine Pflichten vergessen. Das ist eine Vorladung vom blöden Mark Thunos Assassinen. Du solltest sie im Rahmen deiner Vorbereitung sorgfältig lesen, dein Überleben könnte davon abhängen. Viel Glück, Archont. Ja, ich wollte noch über das Bündnis mit, Grave Nash reden. Schicksalsbinder, Archont. Der Großgeneral hat seine Truppen nach ihrer Esse zurückgezogen. Sie drückt ihre geballte Faust in die Handfläche der Andernheit. Bald werden wir unseren letzten Vormarsch auf das Steinmeer beginnen und auf das Machtzentrum des Scharlachroten Chors. Nerads Stimme ist schwach, der Weg nach Kakophonie ist frei. Sie schlägt einen vorsichtigen Ton an, da Archont weiß auch, was in Vendrins Brunnen geschehen ist. Er wird die Angelegenheit gewiss persönlich besprechen wollen. Ja, also ich behalte mein Bündnis mit Ash, wenn es geht, also breche ich sofort zur Ehrenesse auf. Ich bleibe hier und hüte den Frieden in Vendrins Brunnen. Sie zögert und überlegt, ob sie noch mehr sagen soll. Schließlich seufzt sie und entscheidet sich dagegen. Sei vorsichtig im Umgang mit Gräfin Ash. Du bist kein einfacher Schicksalsbinder mehr. Du wirst ihm von Archont zu Archont gegenübertreten und solche Dinge sind komplizierter. Viel Glück. Eine Verhandlung der Archonten ist abgeschlossen. Reise zu Thunos Gericht in der Bastardstadt. Ja, wo mir der Prozess gemacht werden soll. Ruf zu den Waffen. Ja. Was ist mit einer Verhandlung der Archonten? Ist das jetzt ganz unten? Was stand da jetzt gerade alles? Ja, ich habe auf jeden Fall furchtbar App eingebüßt. Ich werde nur einmal fragen, ein Sendschreiben vom blöden Mark. Kind, ich nehme an, dass du über den neuesten Erlass des Oberherrn Bescheid weißt. Falls nicht, will ich es dir direkt sagen. Jetzt ist eine schlechte Zeit, um ein Archont in den Stufen zu sein. Da ich wahrscheinlich derjenige sein werde, der dich erschlägt, dachte ich mir, ich sollte mich zuerst erklären. Ich habe keine Wahl. Aber selbst wenn ich eine hätte, würde ich dich immer noch töten. Bis bald. Blöden Mark, Archont der der Schatten und Gerichtsklinge. Ein Treffen vereinbaren. Ben Mark, wenn ich schon durch deine Herz sterben soll, dann würde ich das in der Schlacht bevorzugen, Angesicht zu Angesicht. Oder wäre das Angesicht zu Schatten? Ungedacht dessen, dass ich dich ungern dem Nervenkitzel eines guten Hinterhalts beraube, möchte ich trotzdem ein persönliches Gefecht bitten. Mit offen gezeigten Klingen. Wer schon so weit gekommen ist, auf der Rückseite dieses Pergaments habe ich einen Ort in der Wildnis für dich markiert. Lass uns dort treffen und unsere Angelegenheit erledigen. Ich gebe dir im Voraus 2 Tage Zeit, um den Ort bei Bedarf auszuspähen. Ich hoffe, dich dort zu sehen, Brenoir. Etwas Freundliches sagen. Liebster Mark, ja. Ich muss mich bei dir aufrichtig für die Vorwarnung bedanken. Bitte wisse, dass ich mir deine Worte tatsächlich zu Herzen genommen habe und dich hiermit die folgende Antwort übermittle. Dir hiermit. Ich hätte bestimmt nicht erwartet, dass du mir folgst, ohne zuerst meinen Mut auf die Probe zu stellen. Wenn wir einander erschlagen müssen, dann sei es so. Ich respektiere dein Können und ich werde mich stellen, wenn du wirklich ein Duell wünschst. Ich würde dich aber lieber darum bitten, dass du mir den Dienst deiner Klinge gelobst, anstatt sie mir an den Hals zu setzen. Verlangt Pyrrhos Erlass, dass wir einander töten oder nur, dass einer den anderen besiegt?
Herzliche Grüße, Benno hier. Abschicken. Okay. Gucken wir mal, ob wir Mark überreden können. Habe ich sonst noch was? Ich habe doch irgendein Schreiben oder so gekriegt. Oder war das das Schreiben jetzt gerade eben? Gut. Beric. Ich kann kaum glauben, dass ein Edikt... Du hast ein Edikt verkündet. Du hast die Macht des Oberherrn geführt. Für einen kurzen Augenblick zwar nur, doch es hat gereicht, um die Schlacht zu unseren Gunsten zu wenden. Das passiert einfach nicht. Die Magie des Oberherrn ist unergründlicher als alles andere auf Terratus, mysteriöser und, nun, ich wollte sagen, so unnahbar wie die Türme, aber diesen Gedanken hast du ja schon eindrucksvoll widerlegt. Was soll ich deiner Meinung nach als nächstes tun? Halte an deinen Loyalitäten in der Hierarchie des Oberherrn fest. Es besteht immer die Möglichkeit, dass Kyros dich in Frieden lässt, wenn deine Lehnstreue echt ist, aber ich garantiere nichts. So würde ich es jedenfalls tun. Du musst deinen eigenen Weg befolgen. Das kann für uns nur Ärger bedeuten. Kyros duldet keine Konkurrenz. In der Tat, ich würde nicht gerne in deinen Schuhen stecken, wenn der Tag der Abrechnung kommt. Neben dir zu stehen, könnte sich jedoch als ebenso gefährlich erweisen. Möchte dir ein paar Fragen stellen. Unterhalten wir uns später.